Thank you.
Axel Pape am Schlagzeug. Jean-Philippe Bartle am Kontrabass. Emil Mangelsdorf als Saxophon. Und unser heutiger Gast ist aus Mannheim, ein Trompeter, ein Jazzclub-Besitzer, ein Macher, ein unglaublich vielseitiger Musiker an der Trompete, Thomas Siffling. Wir haben begonnen mit... Vielen Dank. Wir haben begonnen mit einem Stück von Cole Porter, das heißt I Love You. Und jetzt spielen wir von, ich weiß nicht von wem, Softly As in the Morning Sunrise. Thank you.
Vielen Dank. Das war ein Stück von Jimmy von Heusen, das heißt Polka Dots, ein Moonbeams. Und jetzt spielen wir ein Stück von Miles Davis, das heißt Four. Thank you.
Vielen Dank. Vielen Dank. Four von Miles Davis war das. Jetzt spielen wir eine Komposition von einem anderen großen Trompeter der Jazzgeschichte, von Clifford Brown. Wir spielen Dahut. Thank you.
So, das haben wir geschafft. Nicht so einfach, das Stück. Jetzt kommen wir zu Charlie Parker, mit dem wir ja eine ganz besondere Verlinkung haben, irgendwie, weil er steht auch für den Blues und wir spielen jetzt auch einen Blues von ihm und der heißt Perhaps. Thank you.
Perhaps war das. Jetzt featuren wir unseren Gast Thomas Siffling mit einer Komposition von Joe Green. Vorname weiß ich nicht. Green heißt er auf jeden Fall. Body and Soul. Thank you.
Thomas Siffling. Thomas Siffling. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir sind vor unserem letzten Stück angelangt. Sie hören immer noch Axel Pape am Schlagzeug. Jean-Philippe Wadler, Kontrabass. Emil Mangelsdorf als Saxophon. Tilo Wagner am Klavier. Vielen Dank. Und unser heutiger Gast, Thomas Siffling an der Trompete. Wir danken natürlich der Frankfurter Bürgerstiftung, dass sie es jetzt wieder möglich machen, dass wir hier spielen können vor Publikum. Herzlichen Dank nochmal. Ist ja so ein bisschen, so langsam wird es wieder, ne? So langsam wird es wieder. Das letzte Stück, was wir spielen, ist Au Privat, nochmal von Charlie Parker. Wir wünschen Ihnen einen guten Nachhauseweg und vielen Dank. Bleiben Sie gesund bis im November. Dann sind wir wieder.